Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disney Pirates of the Caribbean. Film 4, Fremdige Zeiten. Ach, ich bin schon ganz durcheinander. Auf jeden Fall Kapitel 3, Whitecap Bay, wo wir uns versuchen, zumindest eine Träne einer Meerjungfrau einzufangen im Story Mode. Und ja, viel Spaß. Dum, dum, dum. Ich bin übrigens der Drachenbursche. Wer bist du? Der Nee, ich Drachenbursche. bin Drachenbursche, du bist Jokers. Hatten wir doch Ah, schon. nein, du wirst es nie verstehen. Sie hat überzeugende Argumente. Ui, der hat aber viele Minikits. Schicke Minikits-Sammlung, da wäre ich auch neidisch. Ja, die ganze Minikits-Sammlung kriegst du, wenn du damit machst. Oder? Ich Das habe sind gerade keine für. Minikits, das sind einfach nur die Schiffe, die Blackbeard Achso, die hat. er sich einverleibt hat. Blackbeard guckt immer so böse. Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. So ein griesgrämiger Kerl. Darfst du den spielen? Nee, du spielst ihn nicht. Wäre aber lustig gewesen, wenn du Blackbeard spielst. Aber nein. Hey, da ist eine von den blauen Muscheln, die uns mal im Minikit gebracht haben, die rumhüpfenden Muscheln. Aber das war in einem anderen Level. Einem ganz anderen Level. Vor langer Zeit. In einem weit, weit entfernten Level. Oder so ähnlich. Oh Mann. Komm mal her, du musst hier noch ein bisschen Nee, suchen. ich will erst wieder alles auseinandernehmen, bevor wir weitergehen. Mal wieder meins. Du wirst schon wissen, was du da tust. Ich war mal so frei, eine Brücke aufzubauen. Okay, bringt nichts. Oh Gott, ich höre ihn singen. Irgendwo singt er da Mir draußen. tut's auch leid für deine Ohren. Ja. So ein Singvogel. Ein Spaßvogel. Ja, wenn er nicht aufpasst, dann versinkt er bald. Im Meer. Der Singvogel. Ui, tolle Sandburg hast du ausgegraben. Mach ich gleich wieder kaputt. Stell dir vor, ich helfe dir. Ui, wie kannst du nur? Und wo muss das Ding hin drauf gebaut werden? Haben wir den kleinen Charakter dabei? Ne, ihr seid beide nicht klein. Ach, das muss da rüber gebracht werden. Ne, warte, da geht's nicht lang. Da vielleicht muss es hin, irgendwo. Könnt ihr jetzt die Brücke runterlassen? Aber mache ich nicht. Es würde vor allen Dingen niemandem helfen. Ja, das stimmt wiederum auch. Es würde nur dafür sorgen, dass du ins Wasser fällst. Was ich natürlich nicht wollen würde, will ich. Egal, du weißt, was ich meine. Wäre ja schade, wenn du ins Wasser fallen würdest. Ich baue einfach mal was Schönes. Ah, eine Brücke baue ich. Es wird einem meistens erst danach klar, was man da überhaupt baut. Ach, da ist Blackbeard, der olle Stinker. Oh Mann, ich dachte, ich kann Blackbeard spielen. Servus, Blackbeard. Fisch. Ja, der spielt noch an seinem Bart rum. So, bitte. Was soll denn das hier? Ich will Fisch. Wieso komme ich da nicht? Ich komme da schon hoch, aber wo muss ich da hin? Ach, da muss ich hoch. Ah. Da muss Level ich hier Fisch. drehen. Guck mal. Psst. Kannst bitte aufhören, Blackbeard einen Fisch ins Gesicht zu klatschen? Ich klatsche ihm gleich noch nicht nur meinen Fisch ins Gesicht. Wenn der weiter nervt, kriegt er auch noch meinen Säbel. Dann töte ich ihn. Will ich ja sehen, wie du Blackbeard tötest. Aber das. So, da brauchen wir unseren starken Kerl. Warte, das ist der ohne Turban. Der da ist das. Komm, zieh. Mach auf. Da kannst du nichts mehr machen. Komm mit, du Fischkopf. Ach, da oben hast du schon gemacht. Ja. Da kenne ich nichts. Was ist das hier für eine Maschinerie? Komm, fallt um, hier komme ich schon. Gefäße, was ihr auch immer seid. Was suchst du gerade? Eine Fackel. Ach so. Das ist gemein, er hat immer den Kompass. Er darf immer die ganze Zeit Sachen suchen und ich darf nur dumm rumlaufen. Tja, was sagt uns das? Dass es gemein ist. Oder? Was soll das uns denn sonst sagen? Hier darfst du in die Luft jagen, was? Nein. Oh, diesmal klappt es zum Glück. Boom. Diesmal hat es geklappt. Letztes Mal hat das ja nicht so ganz geklappt mit denen. Was, wir sind immer. Oh, da oben war eine 10.000er. Ah, wenn ich da hochkommen würde.
Aber warte mal, sie kann ja höher springen. Irgendwie kommt sie da hoch. Da? Da vielleicht? Ne, da ist nur ein Fisch. Hä? Muss auch einen Weg nach oben geben. Nach ganz oben. Hä? Was mache ich falsch? Ach, ich kann da. Nein. Nee, so kommen wir da nicht hoch. Doch, doch. Ich muss da. Ich will aber hoch. Ich bin mir ganz sicher, dass es der richtige Weg ist. So sieht's doch aus. Komm hier. Was brauchst du im Verein? Ach, du brauchst den Hammer, Mensch, oder? Na gut. Ich sehe ein, ich komme da oben nicht allein weiter. Des Rätsels Lösung ist mir nicht ersichtlich. Okay, da rechts hat sich links hat sich irgendwas bewegt. Diese roten Dinger bewegen sich. Was bringt es, wenn die sich bewegen? Ah, einer ist grün geworden. Ah, ein Rätsel. Hier kann man was drehen. Ach, die müssen wir wahrscheinlich einer nach dem anderen auffüllen, oder? Ja, machen wir erst noch die anderen. Das ganze dritte, mach mal Stritte. Ich kann nur allgemein reinleiten. Ah, ich muss das waschen. Ah, vielleicht andere? Ja, ja, ich weiß schon. Nein, weiter. Nein, auch nicht da. Noch weiter. Da rein. Und nach oben. Ja. Ah. Ist immer ein bisschen Verzögerung. Und noch das dritte. An mir soll es nicht scheitern. Ah, doch, an mir scheitert es gerade. Ja, aber ja, fast gleichzeitig hier. Ja. Ich denke, wir müssen eh wieder nach oben. Jupp. Gleich mal eine Fackel mitnehmen. Und hier ein bisschen abfackeln. Aber irgendwie ein komisches Rätselding. Ah, was ist denn das hier oben? So ein Leuchtturm? Frage mich, was leichterisch? Ja, das ist, damit lenken die das Licht auf das Boot, damit die Meerjungfrauen davon angezogen werden. Ah ja. Ausgezogen geht ja nicht. Das sind ja schon ein Kick. Warum tötest du schon wieder unsere Crewmitglieder? Oh, das hat geklappt. Vielleicht müssen wir das noch irgendwie ausrichten, das Ding da vorne. Ah ja, da. Ah, okay, ich muss da irgendwie was anschauen. Servus, Jungs. Den Sänger, schau mal direkt den Sänger an. Schau doch den Sänger an. Kann ich da ranzoomen? Nee. Da muss ich aber anders hingucken. Da ist eine Meerjungfrau. Jetzt muss ich auch die anschauen. Aber der singt noch ein bisschen da unten. Was mache ich falsch? Aber sonst kann ich eigentlich nichts anschauen. Ich kann nur entweder den Sänger anschauen oder die Meerjungfrau anschauen. Okay, die Meerjungfrau anschauen war anscheinend besser. Fragt sich jetzt, was da unten passiert. Ich glaube, ich sollte weiterhin die Meerjungfrau anschauen. Komm, zieh den ins Wasser. So schön, wie er immer singt. Die Meerjungfrauen brauchen wir, um diese Glasdinger kaputt zu machen. Was? Muss ich das? Alter, die sind aber ordentlich aggressiv hier. Tschüss. Können wir die irgendwie besiegen? Ja, können wir. Die Peitschendamen. Ah, da war schon wieder ein Jack. Ah, Mann. Immer brauchen wir dich. Komm her, du wirst hier gebraucht. Na gut, du machst ja was Sinnvolles sogar. Ich habe einen Fisch. Vielleicht kann man die Meerjungfrau mit dem Fisch klatschen. Komm her. Ich bin da schon hochgegangen, also. Ach so. Ah, jetzt musst du da wahrscheinlich hoch. Oder zumindest da irgendwas machen. Kriegst einen Fisch ab, du Meerjungfrau. Und jetzt? Da war noch ein Drittisch am Boot. Okay. Der ist noch etwas erschreckt von den Meerjungfrauen. Kann man ja verstehen. Hey, Olle, Kudu. Hä? Was geht denn? Ich gehe gerade unter Wasser. Ich gehe gerade ein bisschen unter. So, ich hause mal ein bisschen kaputt, die Meerjungfrauen. Nicht, dass sie uns hier noch Ärger machen. Ich
höre ihn singen. Was treibst du da drüben? Ach, du unterstützt ihn ein bisschen gegen die Meerjungfrauen. Oder? Nee, ich hole mir Sprengstoff. Dann spreng doch mal ein bisschen für uns. Wäre jedenfalls, würde ich sehr angemessen finden. Lass mich. Ich lass dich doch immer. Nein, nicht du, die. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ich hab doch gesagt, die und nicht du. ja? Ich glaube, du bist gerade untergegangen. Boah, nee. You failed. Was? Was? Ah, komm wieder hoch. Nein, nein, ich will nicht tauchen. Will er wieder raus? Heute dein Goschen. Der hat auch gar nicht mehr ausgesucht. Du willst möglichst ohne mich runterzuschubsen oder es zu versuchen. Ich weiß nicht, woran es. Ach, scheiße, jetzt war ich schuld. Jetzt war ich schuld, das gebe ich zu. Da sind schon die Meerjungfrauen. Ich habe auf beiden Seiten Fehler gemacht, ja. Wenn Joker schon zugibt, dass es einen Fehler gemacht hat, dann muss der Fehler schon gravierend gewesen sein. Jetzt habe ich zumindest alle Meerjungfrauen hier erstmal ausgeschaltet. Die kommen schon wieder, du, keine Angst. Ah ja. Heute ist nicht alle Tage, Joker kommt wieder, keine Frage. Der andere ertrinkt da unten gerade in der Runde. Nein, 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 nein. Ha, in der Luft habe ich sie auseinandergenommen. Nee, 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 bleib bloß weg, du. Du Viech, du. Nein, weg mit dir. Oh, der hat da hier ein bisschen Bewegungen. Gerade einen elektrischen Anfall, der Arme. Nein, 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 nein. Wo muss ich das hinlegen? Da, hier, nee. Warte mal. Da irgendwo. Kann man das Ding hier irgendwie nach oben fahren oder so? Ich glaube, wir müssen das Ding nach oben fahren. Du musst das eine Ding nach oben fahren und dann das andere Ding auch noch dranhängen an den Haken. Nimm du es mal auf, damit es nicht verschwindet. Ich weiß ja nicht, ob es verschwindet oder nicht oder wie oder was. Da oben müssen die beiden nämlich hin. Geh mal links rüber und zieh das andere nach oben erstmal. Hä? Hä? Wer kam wieder auf das Rätsels Lösung? Ich war nämlich vorhin oben bei dem Lenkrad, aber da war das andere Ding noch nicht freigemacht und deswegen ging es nicht. Ach so. Ja, Herr Joker, Sie müssen sich nun mal freimachen beim Doktor. Okay, danke schön. Aber ich habe es noch nicht draufgestellt gehabt. Wahrscheinlich konnte ich es auch noch gar nicht draufstellen, oder? Na egal, jetzt ist es auf jeden Fall dran und du kannst es nach oben ziehen. Ausgezeichnet. Ich find's immer noch lustig, wie der andere Kerl da unten rumkrüppelt. Töte ihn mal, erlöse ihn von seinem Leid. Ach was, der sieht aus, als hätte er Spaß. Schau, der lacht sogar. Scheiße! Oh Mann! Ja, ich habe auch meinen Was zu tun, was zu tun. Nein, du sollst nicht unsere Crewmitglieder umbringen. Siehst du den Tab? Da! Jetzt fliegt er. Sehr geil. Wenn wir jetzt nicht weiterkommen, weil der Typ da in der Luft fliegt, ich sag dir, dann ist aber der Ofen aus. Ja, hoch mit dir. Ich kann nicht mal zu ihm wechseln, das ist das Lustigste. Ah, scheiße. Ich sag's, wir werden wieder so neu starten müssen, das Level. Ja, wir brauchen ihn da drüben nämlich, das ist ja das Ärgerliche. Komm, geh weg, du Meerjungfrau. Hey, was brauchst du da? Schönes zusammen. Fackel ist links, rechts. Ach, egal, auf beiden Seiten wahrscheinlich. Ich wollte erst mal die Münze einsammeln, ne? Sehr gut von dir, du lernst dazu. Ja, ich sammle immer die Münzen, aber es ist eine Behauptung. Gar keine. Ja, perfekt. Haben wir perfekt hinbekommen. Ja, immerhin ist jetzt wieder Tag. Jetzt sind Barbossa und Gibbs auch an Whitecap Bay angelangt. Achso, die verfolgen uns, oder? Ne, die müssen ja das Gleiche, die wissen ja, was wir machen müssen. Naja. Ja. Und weg ist ihr Schiff. Whitecap Bay haben wir abgeschlossen. Wir kriegen Angelica. Wir können uns jetzt, glaube ich, auch jemanden schön kaufen. Nee, noch nicht. Nee, können wir gar nicht, stimmt. Da fehlen uns wohl noch so 60... 57.000 fehlen uns da leider noch, bevor wir uns Davy Jones kaufen können. Trotzdem werden wir zum Hafen zurückkehren. Und
Naja, bis zum nächsten Mal. Obwohl, nee, wir können einsammeln. Ja, eigentlich haben wir ein bisschen Zeit, können wir noch ein bisschen Münzen einsammeln. Ja, können wir uns nochmal auf die andere Strandseite gehen, bevor wir den Part beenden, oder? Warte mal, wie viel haben wir jetzt? 28? Oder können wir da nicht für jeder was aufbauen? Oder 30 oder so? Nee, ich glaube 30 brauchten wir. Was zu tun? Ich glaube, da brauchten wir 30 da oben, oder? Ja, ohne den ganzen Münzen, die hier rumliegen, könnten wir es fast noch schaffen, die 50.000 zusammenzukriegen, ja? Oh, doch, wir können tatsächlich was zusammenbauen. Und was hat es uns gebracht? Dass wir was Neues bauen können. Und was können wir diesen neuen machen? Was? Wir können was zusammenbauen, super. Was hast du da für ein Gerät gebaut zur Hölle? Aufzug oder sowas? Irgend sowas. Ich sammle mal Münzen ein, fleißig wie ich bin. Nee, ich bringe jetzt nicht rein. Schnell bauen. Na gut, vielleicht bringe ich doch rein. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Nein! Bin extra reingesprungen, um dir eine Münze zu kriegen, hab's da nicht gekriegt. Was, schnell bauen? Nee, brauchen wir nicht. Da sparen wir lieber auf Davy Jones. Damit der hier von uns gekauft, damit wir ihn uns kaufen können. Ein für alle Mal. So, immerhin, was ist da oben sonst noch Schönes? Da ist ein Fernrohr. Schau mal da rein. Was da zu sehen gibt. Eine Insel mit Schätzen gibt's da zu sehen. Aber da kommen wir leider noch nicht hin, habe ich so das Gefühl. Oder? Ne, da gibt's vielleicht nur diese eine Insel zu sehen. Aber wie kommen wir zu dieser Insel? Ich glaube, wir brauchen... Ey Mann, hast du jetzt wieder was zu tun und kannst was anschauen. Und die schönen Münzen. Ne, King George da unten möchte ich nicht kaufen. Die sind zwar alle sehr schön hier, die Kerle, und der andere hat sogar einen Fisch in der Hand, aber... Selbst das überzeugt mich nicht. Freundchen. Ey, da ist ein Schiff. Das ist doch ein schönes asiatisches Schiff. Du siehst es bloß aber, nicht. Ach, ich muss alle drei hintereinander... Oh, nee. Was? Nein, was machst du denn? Ich habe nicht gesehen, wo ich hingelaufen bin. Ich habe mich auf dich konzentriert. Tut mir leid. Was musst du denn machen? Hui, ich bin auch mit oben. Warte mal, kann ich eigentlich in die Tür rein? Hey, hier gibt es sogar Münzen noch. Hä, hey, wieso fliege ich da nach oben? Yay, ich kann auch mal durchgucken. Ja, du musst den Kerl da alle drei... Du musst anschauen, wie er alle drei Schätze ausgräbt. Oh, faszinierend. Und man sieht sogar von meinem Standpunkt aus. Ist das Robinson Crusoe? Hey. Cool. Das ist aber cool, dass ich es auch von hier sehe. Ja. Hm. Nur eine Kiste mit Bananen oder so. Ach, da fahren die anderen Schiffe jetzt vorbei. Black Pearl und so. Jedenfalls sehe ich da die Black Pearl. Nein, du sollst den ausbuddeln, da ist auch ein Schatz, du Blödmann. Ja, damit es nicht langweilig wird. So, es geht erst zu dem Schatz. Da, da, da. Na, immerhin, bisschen Münzen. Nur mit einsammeln wird es, glaube ich, nichts. Nee, nee. Immerhin habe ich gleich zugeschaut, wie er alle eingesammelt hat und wir keine Münzen bekommen haben. Und wahrscheinlich kommt hier jetzt eine 10.000 raus. Einfach nur, um uns zu ärgern. Ah, nicht ganz. Okay. Arr. Ja, wie jetzt? Schau ihn weiter an. Nee, ich bin automatisch rausgeflogen. Ah, gibt einen Hut. Schatz mal 10 gibt's hier sogar. Hui, aber da fehlt noch ein bisschen was. Du kostest sogar 2,5. Da fehlt noch ein ganz bisschen was. Na, immer sind wir schnell nach unten gekommen. Nach unten kommen wir immer sehr schnell, nur nach oben nicht. Bist du nicht da gerade runter geglitscht? Tja, ich habe eben glitchy Skills. Ja, ich habe mich rüber geglitscht. Ah, du hast eine Fackel mitgenommen. War wieder sehr lobenswert von dir. Deswegen musste ich auch runter und nicht direkt rüber. Ich glaube aber nicht. Ja, toll. Ah, Hut. Nee. Ach komm, wegen 25.000. Ja, Junge, wir hatten gerade 499.000. Du hättest dir ja gerade eben ihn kaufen können. Ja, die 25.000 kriegen wir auch ganz leicht wieder, indem wir auf die andere Strandseite gehen, ganz ehrlich. Mm. Aber Verkleidungen sind sicherlich lustig. Ja, extrem lustig. Ja! Ah, ha, ha, ha. Jetzt sehe ich aus wie du am Anfang. Ja, da lohnen sich die 25.000 echt. Das war eine super Investition. Finde ich auch. Guck mal, wer da ist. Wir können uns nicht leisten, weil du ja deine komischen... Der kommt gleich wieder. Oh Gott, aber im Level machen wir die aus, sag ich dir gleich. Echt, wieso? Nee, das ertrage ich nicht.
Das kann ich mir nicht ansehen. Das kann ich nicht mit anschauen. Das würde ich nicht verkraften. Nervlich und so. Alles so teuer hier. Ah, ich muss hier erstmal zusammenbauen. Oh, diese Verkleidungen sehen schrecklich aus. Oh, nee, nein, was? Was tust du? Fortsetzen. Halt Y wechsel ich den Charakter. Ich brauche einen, der unter Wasser laufen kann. Oh, jetzt sind die Münzen weg. Nein, verdammt. Ich habe echt Talente. Ja. Münzen suchen gehört anscheinend nicht dazu. Aber hey, dafür habe ich ja das Talent Münzen suchen und so haben wir auch so unser 25. Ah, unser hier ist er. Ja, wir haben auch 500.000 zusammen. So, kaufen wir uns mal. Nein, wir können uns noch nicht kaufen. Jetzt können wir uns kaufen. Yay, wir haben uns Davy Jones gekauft. Geil, geilster Charakter überhaupt neben Blackbeard wahrscheinlich. Ja. Ich komme immer auf. Ich will immer Y drücken und komme immer auf Start. Ist wahrscheinlich auch der teuerste neben Blackbeard. Toll, was kann er? Nix. Wow. Ja, kann ja auch, nee, kann nichts, ne? Kann auf den Boden hauen. Ganz toll, ganz großes Kino. Mann, und ich kann ihn nicht auswählen, das ist gemein. Ja, weil ich ihn schon hab. Ach. Gemein. Egal, dann gehe ich wieder auf die andere Seite rüber. Und beende dort den Part. Aber er ist stark, das ist gut. Ja. Toni ist auch stark. Nein, er ist stark, also ein starker Charakter, der kann Sachen ziehen. Ah, okay, ja. Also Toni stark, der Typ aus... Nein! Ach, was war das denn schon wieder? Aus Iron Man. Beziehungsweise aus den Avengers. Nein, du sollst da rüberfahren. Nein, 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 nein. Aber ich mag den Angriff, das ist kein Schwertschlag. Er stampft mit dem auf dem Boden auf. Ja. Er bleibt am Boden. Er ist bodenständig. Oder? Kann man das so sagen? Ja, und geil, er macht diese Druckwelle. Druckwelle. Ja, ich bin begeistert. Ein spanisches Vermächtnis. Bis dahin eine wunderbare Zeit und möge der spanische Cheerio. Möge der Kompass mit euch sein. Servus.